So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Inzwischen habe ich mich doch wieder daran gewöhnt, aufzustehen und für euch den Shop zu machen. Aber kurz in eigener Sache wieder. Ihr seht oben, der Dulli hat jetzt schon 9 Siege in den Custom Games geholt. Gestern waren ein bisschen weniger Leute da. Fabi wurde vom Platz 1 verdrängt, aber er hat, glaube ich, auch nur eine Runde mitgespielt. Grüße gehen auch an der Stelle raus. Dann, ihr wisst ja, das 1-Million-View-Video läuft immer noch. Ich werde das Ganze natürlich wieder verlinken am Ende des Videos und oben rechts. Da sind jetzt schon 28 Cent zusammen, obwohl 10 Aufrufe mehr sind als gestern. Also ganz komisch, aber auf jeden Fall danke auch da, wer da supportet. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein in den Shop. Was haben wir heute drin? Ich habe noch gar nichts geguckt. Okay, das Marvel-Hoheiten-Krieger-Paket ist drin. Ja, ich habe ja gesagt, ey, ist das laut. Wer halt wirklich ein bisschen sparen will, hier so ein Paket ist natürlich richtig nice. Du kriegst 3 Skins plus die ganzen Accessoires, Emote, ist schon okay. Also für das Geld auf jeden Fall. Hier sehe ich es wieder ein bisschen anders, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil mir das Pack einfach nicht an sich nicht gefällt. Ist aber auch Geschmackssache. Ich meine, ihr wisst ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist dieses Ding schon dabei? Ich glaube, die ganze Season, oder? Weil seitdem ich wieder die Videos mache, ist dieses Paket schon drin. So, dann aber. Was ist das? Also, wer den Skin in Gold sicher spielen will, für 12 Euro, 1500 V-Bucks. Das schmeckt auf jeden Fall. Warte mal, 1500 V-Bucks. Wie viel kosten 1500 V-Bucks? Das ist sogar günstiger, als wenn du dir sowieso V-Bucks kaufst. Also das hier lohnt sich definitiv, würde ich sagen, oder? Weil das Händchen Herausforderung schalte bis... Achso, ja. Das ist wieder so, wie schon mal das Ganze war. Einfach verschiedene Aufgaben, also auch einfach leveln, glaube ich. Ja, einfach halt die Aufgaben machen und dann bekommst du die 1500 V-Bucks. Also direkt bekommt man sie nicht, man muss halt gewisse Aufgaben machen. Und dann bekommst du halt Marie Gold, goldenes Gambit und goldene Dolce. Also einmal das Rückenaccessoire, was Gold wird, wie man hier sieht. Und einmal der Dolce. Lohnt sich eigentlich auf jeden Fall zu machen. Eigentlich schon. Wenn man eh Geld ausgeben will. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. So, dann haben wir... Komm, wir gehen direkt nach oben. Direkt nach oben. Was ist heute neu drin? Aha, der Gangnam Style ist wieder drin. Dürfte aber jedem bekannt sein. Ihr wisst ja, Copyright lässt grüßen, aber Tanz natürlich immer noch nice. Dann haben wir des Weiteren drin Adeline. Ah ja, mit passendem Rückenaccessoire. Die Hose, oh Gott ey. Das ist halt typische Techno-Szene. So, dann Propellerstäbe. Ah, ist okay. Dann der Fluoreszenzflieger. Ah ja. Aber ist für mich so ein halber OG-Kleider. Ihr kennt mich ja. Immer wenn da dieser schöne Fallschirm ist. Doch, der ist nice. Dann Mod Mando ist drin. Ja, ist okay. Ist okay. Aber wie die immer, Geschmackssache. So, dann haben wir die Lampe drin. Und keine Duschlampe. So, der Flatterkäfer ist da. Okay, gerade noch nur. Das ist ja mal ein Kleider, der keine 1600 V-Bucks kostet. So, dann hat mir Gangnam Style. So, was haben wir noch drin? Flobber ist drin. Der Skin ist eigentlich immer lustig. Also wenn ich ihn sehe, ist er echt nicht schlecht. Aber ich selbst würde ihn halt, glaube ich, nicht spielen. Wenn halt nur wirklich so Just for Fun in Custom Games, ja, aber sonst eher weniger. Und dann haben wir Scampi mit drin. Die eigentlich echt cool sind. Dann glitzernde Streiterin. Ich habe eben schon nachgeguckt, der war anscheinend schon 800 Tage nicht mehr im Shop. 800 Tage. Das ist schon heftig. Das ist sehr heftig. Season 3, da wo ich angefangen habe. Dann Butterbuben-Sause. Aha. Gut, ist halt die normale Country-Musik. Das Lied gibt es auch nicht. Bam, bam. Ah, hätten sie vielleicht mal ein bisschen früher rausbringen sollen.
Dann Knieklatscher natürlich auch dabei. Und fertig. Aber wir sind hier noch lange nicht fertig, weil wir wissen ja, der Shop ist zurzeit riesig. So, dann haben wir das Ant-Man-Paket wieder drin. Also das heißt wieder immer noch Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe. Ja, Pickaxe ist... Naja. Das wird schon ein bisschen dickster. Dann haben wir Venom mit drin. Eieiei. Mit Rückenaccessoire, mit Pickaxe und das Emote. Schmeckt. Und kurze Info nur, wer mich noch weiterhin unterstützen will, gerne Creator Code eintragen. YT-FamilyHack. Grüße gehen an alle raus, die ihn jetzt wieder eingetragen haben. Ihr wisst ja, ich sehe zwar nicht, wer ihn eingetragen hat, aber wie viele. Also an der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir Black Widow wieder drin. Einmal der Skin, einmal Rückenaccessoire, einmal Pickaxe und einmal der Gleiter. Oh, nice. So, den gibt es für 1500, 800, 800 und das ganze Paket von Venom, wie gesagt, für 2000 und das Paket für 2,2. Also wenn ich die zwei Pakete vergleiche, dann würde ich lieber Venom nehmen. Günstiger und besser. Dann haben wir nochmal Ravenpool und Kuschelpool. Ah, ich sage, inzwischen würde ich sagen, haben wir sie jetzt schon fünfmal vorgestellt. Also das Paket 3000, das 1,5 und dann die ganzen Emotes. Ja, da weiß ich wieder nicht, wie viel es insgesamt kostet, weil ich schon die zwei Emotes habe. Dann der Kleiter, ja, der Kleiter, ich weiß nicht, man, ihr feiert den Kleiter ja. Also viele von euch, aber ich überhaupt nicht. Dann die Pickaxe noch dabei. Und natürlich das Emote schlechthin. Wie gesagt, das kostet schon allein 1500, 800, 500, 300. So, weiter geht's. Und dann das X-Force Pack. Ah, ich sage, es ist inzwischen schon so alt. Aber es ist halt wirklich Geschmackssache. Hier sah ich halt wirklich, der Skin sieht im Spiel deutlich besser aus als so. Aber hier die Skins, also ich habe sie nie wieder benutzt. Hier den ja, aber das war's dann auch. So, dann haben wir noch hier das Pickaxe-Ding. Hier die Pickaxe, da der Kleider, die Pickaxe und diese Pickaxe. Ich sage, der Shop ist einfach gefühlt viel zu riesig, ey. Dann haben wir Ghost Rider wieder drin, immer noch mit dem ganzen Paket. Ding. Leider. Zack, Titano. So, dann haben wir noch Silver Paket. Zack. Mach jetzt echt ein bisschen schneller, weil ich freue mich jedes Video auf 12 Minuten, 13, 14, 15 Minuten. So, was haben wir noch drin? Da hinten nichts übersehen. Oh. Dann einmal Daredevil, der Skin, Rückenaccessoire unsichtbar. Dann die Pickaxe, die sind eigentlich nice. Und natürlich der passende Kleider. Für 2,2, ja, ist okay, aber der Kleider wird mir schon mal nicht gefallen. Rückenaccessoire ist nicht so toll. Und dann gibt es noch Captain America für 2000 mit passendem Rückenaccessoire und Pickaxe. Und dann natürlich Salut. Dann haben wir noch mal Plate komplett drin. Auch mit dem Emote. Zack. Dann haben wir die Fäuste für 1,2. Ich sag halt, manche Sachen finde ich halt echt überteuert. Dann Schnips. Und Kratos-Paket ist auch wieder drin. Boah, der Shop ist so riesengroß, gell? Wie gesagt, wir gehen jetzt hier einfach ein bisschen schneller durch. Man müsste ja bekannt sein. So, dann Laserbeam auch noch drin. Bing, bing, bing. Grüße gehen raus. Derjenige weiß, warum, wer es ist. So, Master Chief natürlich auch noch drin. Zack, 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 zack. Immer noch nice. So, das war's dann erstmal mit dem normalen Shop. Jetzt gehen wir natürlich ganz schnell rüber zu Rette die Welt, denn es gibt heute wieder V-Bucks-Missionen, beziehungsweise eine Mission. Doch so viel.
gerade nochmal nachgucken, wo sie ist. Versteckt sich in Plankerton und ist Level 34. Das ist jetzt eigentlich schön. Ich hoffe mal, dass ich es direkt finde. Ansonsten haben wieder die Rette die Weltspieler was zu lachen. Und ich glaube, ich muss heute Rette die Welt spielen. Ich glaube, das ist der dritte Tag jetzt. Ich glaube, ich habe alle Missionen voll. Und? Nee? Oh. Ist so gut. Ah, ich glaube, heute spielen wir doch. Müssen wir ja eh die Rette die Welt spielen, von daher. Plankerton habe ich gesagt. Brutal. Zack. So, jetzt noch schnell ein bisschen pushen. Es ist Datenbeschaffung. Datenbeschaffung? Nein, natürlich nicht gefunden. Wo ist es? Datenbeschaffung. Da. Ja, hier ist sie direkt. Zack. Da 30 V-Bucks. Dann können wir uns heute noch mal entspannt 130 V-Bucks holen. Ja, fast dann die 11.000 V-Bucks voll. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke für alle, die bis jetzt da waren. Und in dem Sinne euch einen schönen Tag und haut rein.